So, ich habe mir etwas besorgt. Das hier ist eine Mystery Box von Orika Shop. Ist, by the way, nicht gesponsert. Ich habe mir einfach gedacht, ich gucke mir mal an, was hier so drin ist. Da ist ja einmal die Mystery Box. Wir machen sie einmal auf. Haben wir hier die nice DTV-Matte noch mit hier drin. Gucken wir mal, ob wir was Cooles kriegen. Der erste, was wir haben, ist einmal, wie ich denke, eine Spielmatte. Kann man hier schon aufmachen. Und die Spielmatte ist einmal Ishizu. Die andere Seite ist, wie ihr seht, ein bisschen freizügiger gehalten. Hier sehen wir einmal. Ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Die Seite hier, ziemlich nice. Die andere Seite. Ja. Nicht ganz so mein Fall. Nicht, dass ich nicht schöne Frauen gerne mag, aber auf der Playmats, Digga, nee. Dann haben wir einmal hier so ein paar Halter. Die sind eigentlich ganz cool, weil da könnt ihr so Karten reinstellen. Das heißt, ihr könnt das so aufstellen und dann könnt ihr da eure Karten ausstellen. Wenn ihr denkt, so, okay, ich habe hier eine schöne Trischula, dann kann ich mir die so hinstellen, dann kann ich mir die so hübsch aufstellen. Ist ganz nice. Jetzt nicht unbedingt für jeden was, aber ist, wie gesagt, ganz cool. Wenn man sowas ausstellen möchte. Habe ich auch da oben meine Starlight Rare Perpetua. Die ist ja auch da ausgestellt. Also ich habe so Teile schon. Die sind ganz witzig. Aber jetzt nichts Besonderes. Die gibt es bei eBay für 20 Cent, glaube ich, pro Stück. Dann haben wir ein paar Booster. Leute. Booster, Booster, Booster. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil das so eine Art Random Collection ist. Es sind ein paar TCG-Booster dabei und 5 OCG-Booster. Also ziemlich, ziemlich nice. Ich würde sagen, wir machen zuerst einmal die TCG-Booster auf. Und gucken wir mal, ob da irgendwas Cooles drin ist. Wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie. Haben wir einmal Wiedergeburt der Viper. Zoa, der Achtheits Unermessliche. Dinoster Power. Opfer für den Schlangengott. Lichtschlange. Topf der Reichtümer und Sol-Solfakord Gracia. Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Ist eine Super Rare, coole Karte. Nehmen wir das, bevor wir uns jetzt auf. Haben wir King's Court. Das Booster war semi-gut. Gucken wir mal. Haben wir einmal Pendel XYZ. Goldäugiger Abgott. Der Avatar des Bösen. So ein bisschen Off-Center hier auch. Rivalität des Kriegsherrn. Rivalität der Kriegsherrn. Ich kann nicht lesen. Gute Karte. Nummer 39 Utopia. Haben wir einmal den Extra Joker und Weißrosen Kreuzgang. Nicht mal eine gute Super Rare. Und natürlich hier Brothers of Legend. Jetzt wird's legendär. Ich möchte jetzt gerne ein paar Kuribos sehen. Danke, danke, danke. Gerätewesen Umwandlung. Sternschuppendrache. Jetzt auf 1. Astraltopia. 5 Sternendämmerung und Spielzeugparade. Also richtig wasted das Pack. Weil das eine ganz gute Karte ist und die halt eigentlich auch. Ja, war ganz cool. Muss ich jetzt nicht nochmal haben. OCG Stuff. Ich habe halt keine Ahnung, was das für Sets sind. Das sind auf jeden Fall originale Booster Packs aus dem OCG. Die lassen sich halt schwer öffnen. Holen wir uns aber die gute Schere. Ah, das ist auch ein altes Booster, oder? Ich weiß nicht, was es ist, aber es könnte Metal Raiders sein. Das andere, das ist auf jeden Fall, das ist LOB, das ist Spell Ruler, das ist irgendwas mit Elemental und das ist Dark Beginnings, glaube ich. Also haben wir einmal den hier, das ist irgendwie Verfügung vom finsteren Schlaf oder so. Cyber Falcon, die kenne ich sogar. Ich weiß, was sie gerade tut, aber ich weiß nicht mehr, wie die gerade heißt. Auch interessant. Und, Limiter Removal, das ist aber eine koreanische, ne? Ja, das ist eine koreanische. Koreanischer Limiter Removal, nice. Sage ich jetzt nicht nein zu, ist jetzt nicht unbedingt cool. Aber, ja, war ganz schön. OCG-Karten. Thema LOB und Spellruder machen wir als letztes auf. Machen wir das hier auf. Fahndung steigt. Haben wir die auch gesehen. Ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Dann W Tigerkatapult. V. Ne, das ist nicht Tigerkatapult. Das ist Tigerkatapult. Egal. Haben wir einmal Iria und einen Rare, das ist, ich glaube, das müsste Silber sein, also Silber, der Finsterlord.
Alright, nice. Also stimmt, hier waren ja keine Super-Rares garantiert. Das heißt, der Pull ist eigentlich sogar ziemlich insane. Ich vergesse es mal, wenn ich so alte Packs aufmache, dass da gar keine Super-Rares garantiert drin waren. Juggle noch mal ein bisschen. Oh, Kozaki! Das beste Artwork, by the way. Kozaki, richtig nice. Haben wir einmal Tainted Wisdom. Die Karte haben wir die überhaupt bei uns mit dem TC bekommen? Dann der Fire Dragon und Sangan. Sangan als koreanische Rare. Das ist Metal Raiders, ja. Stimmt. Nice. Sangan ist eine ganz gute Karte auf jeden Fall. Haben wir Spell Ruler oder Magic Ruler. Ich meine, sie werden sie auch im OCG noch Magic Ruler nennen. Dann gucken wir nochmal, was wir aus Magic Ruler ziehen können. Ein 5-Sterne-Normal-Monster. Legende. Haben wir einmal die Ritual-Spell. Haben wir einmal unseren tollen Greif hier. Grave Servant ist das. Die Karte ist echt gar nicht so bad. Und was, hier sind nur Commons drin? Crazy. Ich finde ja die Schrift ganz witzig. Und LOB. Los, LOB. Stell dir mal vor, wir ziehen jetzt einfach einen koreanischen Blue-Eyes, Digga. Einfach einen koreanischen Blue-Eyes ziehen. So einfach könnte es sein. Legit einen der besten Karten aus dem Set. Haben wir einmal Nightmare, wir haben einmal das Schwert hier, Hinotama und Fluch des Drachen. Eine koreanische Super Rare aus LOB. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen was wert. Ich müsste es auf jeden Fall mal nachgucken, ob ich die für irgendwas bewegen kann. Das ist ganz, ganz nice. Was haben wir denn noch so in der Box? Ich bin echt gespannt, was da noch so drin ist, denn es ist eigentlich ziemlich cool, so voller Erwartung reinzugucken, was wir da so kriegen können. Und das scheint irgendwas von denen zu sein. Erstmal die Hüllen sind ziemlich nice, muss ich fairerweise sagen. Also ich hätte ganz gerne ein paar von den Hüllen. Ist auf jeden Fall schön gemacht. Das bedeutet, das werden jetzt Urikas sein. Ne, der Hintergrund sieht schon ziemlich gut aus. Die fühlen sich ein bisschen dünner als originale Karten, aber nicht bad. Haben wir einmal Rite of Aramesia als Spellkarte, als Full Art, ganz nice. Baron de Fleur als Full Art Karte, die sieht unglaublich nice als Full Art aus. Slifer the Sky Dragon als Full Art und ist sogar von Kraus, nice. Dann der Destroy Phoenix Enforcer als Full Art, richtig nice. Dann Pot of Prosperity mit einem Waifu Artwork, aber dem richtigen drauf. Das ist eigentlich ziemlich nice, ne? Das sind nice Token auf jeden Fall. Ich glaube, die werde ich sogar als Token benutzen, die glitzert so schön. Die anderen mal gucken, vielleicht schenke ich den mal irgendwem auf der DM oder so. Wenn ihr mich auf der DM seht, schreibe ich mir einfach an, vielleicht nehme ich die ja mit. Dann haben wir noch einmal einen Würfel. Der ist halt richtig cute. Da ist ein Element drauf. Das ist so ein Wasserwürfel. Guck mal, der sieht echt richtig nice aus. Also ich finde den echt richtig schön. Ich glaube, den benutze ich auch. Ist natürlich ein bisschen kleiner als die im Originalen von Konami. Die von Konami sind so ein bisschen größer. Die haben extra so ein bisschen mehr Weight auch. Der ist jetzt ziemlich leicht. Der ist aber auf jeden Fall gut gemacht, also der sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Kann ich jetzt nicht meckern. Also, dann haben wir noch einmal Toploader bekommen. Toploader in der Mystery Box. Toploader kann man nie genug haben. Scheint, das wäre das Repackage. Das sind auch etwas größere Toploader, glaube ich. Denn die Toploader, die normalerweise sind zum... Ne, das sind genau die richtigen Größen. Also das ist ein normaler Toploader. Wenn man mal so ein paar Karten verschicken möchte, ist das eigentlich ziemlich nice. Also ich habe gedacht, okay, die Toploader, die ich habe, sind von Ultra Pro. Die sehen aber nicht gleich aus. Das heißt, entweder produzieren die selber oder die haben irgendwelchen anderen, der das halt macht. Die sehen halt schon verschieden aus. Spannend auf jeden Fall. Dann haben wir noch einmal eine Speed Duel GX Box. Sollen wir die aufmachen? Ja, ich sage, machen wir die auf, ne? Für alle, die es nicht wissen, die Duel Box, ich habe die auf dem Channel sogar schon aufgemacht. Da sind echt ein paar ganz okay Karten drin, also vor allem für Speed Duel. Aber die zeichnen sich halt dadurch aus, dass hier halt verschiedene Decks drin sind. Das heißt, ihr habt einmal hier mehrere Decks drin und ein paar Secret Rares, die gucken wir uns gleich an. Das sind einmal die Decks mit den Skill-Karten mit dabei. Ich würde sagen, die gucken wir uns einmal ganz kurz nochmal an, für alle, die noch nicht gesehen haben. Denn wenn ihr Speed-Duell spielen wollt, sind die eigentlich ziemlich gut. Sag mal, Jubel, die ganzen Speed-Duell-Karten. Hier sind die ganzen Skills. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Skill davon einen Errata bekommen hat. Ich weiß nicht welcher, aber irgendwer hat davon wohl einen Errata bekommen, der jetzt nicht mehr so gut ist wie vorher. Haben wir einmal hier Cyber Dragon, Jagddrache, Proto-Cyberdrachen, Cyber Phoenix, Horn, Zacke, Knochen, Explodierdrache, Cybertal, Klaue.
Polymerisation. Richtig nice Karte. Dimensionskapsel, Fusion, Überlastfusion, Einschlag, Fallenfalle, Gardner, Straight Flush, Gedächtnisverlust, Cybernetzwerk, Verdammnisfeuer, Apache, UFO-Schildkröte, Geisterflammen, Kobold, Zertobelflammen, Vulkanische Hülle, Sprenger, Zertrümmerer, Rakete, Feuersturmwache, Salamandra, eine optisch sehr, sehr schöne Karte. Twister, Glutbeschleuniger, dreifacher Glutbeschleuniger, Wildes Feuer und ein paar andere Sachen. Ich würde sagen, wir machen einmal kurz die anderen hier im Speed-Modus auf, denn spannend sind die eigentlich nicht. Und das ist einmal das Heldenthema. Da haben wir ein paar Karten für Helden, für Ojamas drin, die ganzen Fusion-Monster. Moki Moki auf jeden Fall. Nicht so ungeil. Geroid. Dann der Kugel-Kuribu ist, glaube ich, sogar Meta im Speed-Duell. Mut des Mondes, sehr gute Karte. Jamaland, steigende Energie. Wasserloch-Fallgruppe, auch eine gute Karte. Wir haben noch den antiken Antibes-Golem, so ein bisschen Support dafür. Mechanischer Jäger, sehr coole Karte, sehr oldschool. Dekoichi, gute Karte für Goat. Erdbeben, Doppelzyklon, Metallwandler, Kriegläuferin, Senju, DD-Kriegerin, gute Karte für Goat. Ich habe mir sagen lassen, die Cyber Dragons, ich habe mir sagen lassen, die Cyber Engel sind in Speed Duel ziemlich gut. Mehr weiß ich nicht. Kosmos-Zyklon, eine sehr gute Karte. Ganzen Crystal Beast-Dinger, ja. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Speed-Duel-Kram für die Helden. Avian, Bersynix, also die ganzen klassischen vier Helden. Dann haben wir noch einmal die Götter mit dem dritten Auge. Aktuell ja auch für Despia ganz okay. Kuribo, Rottweiler, Bubbleman. Die ganzen klassischen Elementalen, Polymerisation, Rotor. Dann Plasma, Diamond Dude, Dasher, Malicious, Poli. Also, Nightbeam, auf jeden Fall eine ganz okay Karte fürs aktuelle Format. Nicht die beste Karte, aber gar nicht so bad. Und noch ein bisschen Ojama-Stuff. Chiron der Magier, auch eine gute Karte fürs Goat. Poli. Und dann haben wir nochmal Mauer der Zerstörung. Oder Mauer der Störung, ich kann nicht lesen. Aber das Spannende sind eigentlich die Secret Rares aus dem Set, denn die sind halt random. Dann haben wir aber schon mal die Keusch, die Kampflok. Die ist richtig gut, weil die teuer ist. Und ich muss ja sagen, die Speed Duel Secret Rares, die sind echt schön. Die sind wirklich echt schön. Guckt euch mal an, wie schön die glitzern. Wie geil ist das denn bitte? Ich finde das wirklich echt nice. Also ich finde die wirklich echt, echt nice. Hydrogeddon. Oh mein Gott, ist so schön die Karte. Ultimativer antiker Antriebskolem. Und Ojama König. Cyberklingen. Bewaffneter Drache Level 7. Saphir Pegasus. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen was wert. Und Wasserloch-Fallgrube als Secret Rare. Ziemlich nice. Das letzte, was noch fehlt, einmal von Orika Shop. Hüllen. Mit Ra. Die sind echt richtig nice. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Die wirken auf jeden Fall so, als wäre es die richtige Größe. Ja, die sind auf jeden Fall richtig von der Größe für Yu-Gi-Oh! Nice auf jeden Fall. Sag ich nicht nein zu. Wenn es auch andere Produkte gibt, wo ihr denkt, das kann ich mir mal angucken, schreibt es in die Kommentare, vielleicht gucke ich mir das mal an. Denn optisch finde ich die hier echt schön. Deswegen not bad auf jeden Fall. Lasst dem Video mal ein Like da, damit ich weiß, ihr habt Bock auf sowas. Und guckt euch gerne das nächste Video an. Das seht ihr einmal da. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.